Hallo und herzlich willkommen beim CarRanger Einblick. Sommer, Sonne, Sonnenschein, Zeit für eine Sprite. Und für einen Automobilliebhaber heißt das Zeit für Austin Healey. Und einen Austin Healey Sprite haben wir heute hier. Die erste Generation, die es ab 58 gab, hatte hier so komisch aufgesetzte Froschaugen. Ab der zweiten Generation ging es in diese klassische, typische Roadster-Form über. Hier haben wir sogar die vierte Generation und die wurde gebaut bis 1971. Das hier ist ein 71er. Das macht ihn nicht nur zu einem der letzten Sprites, sondern zu einem der letzten gebauten Austin Healey überhaupt, denn die Marke gab es nur bis 1971. Warum? Naja, Abgasvorschriften, Sicherheitsvorschriften und dieses Auto ist eine Todesfalle, um es kurz zu machen, aber dazu kommen wir bei der Technik und beim Fahren noch ein bisschen. Optisch, wie gesagt, die ganz klassische Roadster-Form, verhältnismäßig viel Motorhaube vorne, relativ wenig und offen dahinter und gehalten in British Racing Green. Dazu noch ein kleiner Union Jack, um zu zeigen, dass dieses Auto von der British Motor Company hergestellt wurde, also wirklich englisch pur. 3,49 Meter können wir hier folgen, vorbei an ein bisschen Chrom. Wer mehr Chrom will, es gab auch den MG Midget. An sich ein baugleiches Auto mit ein bisschen mehr Chrom. Wie viel kostet sowas eigentlich? Gekostet hat der erste Austin Healey 1958 669 Pfund. Klingt erstmal wenig, ist im heutigen Geld ca. 13.000 Euro. Das klingt schon deutlich mehr als 669 Pfund, aber welches Auto kriegt man denn heutzutage für 13.000 Euro, das ein offener Sportwagen ist? Was hat man dafür bekommen? 3,49 Meter Länge, okay, aber nur 1,40 Meter Breite. Das heißt, ich kann hier ganz bequem das Auto so umfassen. Das deutsche Durchschnittsbett ist breiter als dieses Auto. Das deutsche Durchschnittsbett oder Nachttischchen bietet wahrscheinlich auch mehr Platz als der Kofferraum. Wenn ich hier einmal so drehe, geht das Ganze auf und ich sehe hier einen Rucksack, ganz wichtig, noch ein Reserverad und gar nicht mal so viel Platz drin. Praktisch will dieses Auto nun wahrlich nicht sein, es soll sich eher gut fahren. Dann schauen wir doch mal, was uns hier im Innenraum so geboten wird, wenn man damit fahren will. Das Ganze ist natürlich nicht im Retro-Look gehalten, sondern das Auto ist so, wie es damals war. Und das ist natürlich sehr, sehr einfach. Schönstes Element für mich dabei ist dieser Austin Healey Holzschaltknauf in Kombination mit diesen schönen Kunstledersitzen und dem Sportlenkrad. Dazu ganz klassisch dieses, ja, ein Kombi-Instrument ist es ja nicht mal, sondern diese typischen Skalen. Und ganz, ganz viele unbeschriftete Hebel und Schalter. Ich habe keine Ahnung, was sie tun. Ist auch völlig egal. Hier in der Mitte geht das Auto an. Ich kann die Instrumente ablesen und die Pedale sind da, wo ich sie erwarte. Naja gut, der Blinkerhebel ist vielleicht nicht da, wo man ihn erwartet, sondern auf der anderen Seite. Aber das ist dann doch ein kleineres Detail. Hinter den Sitzen gäbe es nochmal eine kleine Staumöglichkeit. Ja, da kriege ich eine kleine Tasche unter. Die Frage ist aber eher, wie ich mich in dem Auto verstaue. Zum Platzangebot kommen wir dann vielleicht besser mal später während der Fahrt. Der Einstieg erstmal vorbei in dieser sehr, sehr klassischen Türpappe. Da fällt auf, wir haben einmal den Türgriff und einmal ein Fensterheber. Das heißt, wir haben ganz normale Kurbelfenster und wir haben ein Klappverdeck. Das heißt, ich kann das Verdeck nach vorne klappen und habe hier zwei Bügel. Das ist auch etwas, was nur die vierte Generation hatte. Das heißt, die zweite und dritte Generation hatten noch ein Zeltdach. Das heißt, ich musste wirklich wie eine Art Zelt aufbauen und hatte Steckfenster. Das hier ist natürlich schon deutlich komfortabler. Im Gegensatz zum Einstieg, der ist natürlich Roadster-typisch. Im Idealfall ein Bein vor, abstützen, zweites Bein nachziehen und das möglichst elegant, ohne dass man sich völlig entblößt. Ich mache das mal kurz auf der Suche nach dem einzig beschrifteten Schalter. So, dann ein Bein rein und jetzt müsste man das zweite Bein nachziehen, aber die Blöße gebe ich mir mal nicht. Es gibt genau eine Taste, die beschriftet ist, auf der steht B und ich kann daran ziehen. Was ist B? Das ist B wie Bonnet, die Motorhaube. Und dann schauen wir mal, was hier technisch so zu entdecken ist. Die vierte Generation hat den größten Motor. Gut, was erwartet man jetzt bei so einem sportlichen Gefährt? Ein 6-Zylinder, ein 8-Zylinder, 2, 3, 7 Liter Hubraum, 1,3 Liter Hubraum. Verteilt auf 4 Zylinder. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann entdecken wir erstmal einen Motorhaubenmechanismus, der mehr an einen Schrank als an eine Motorhaube erinnert. Und das Ganze dann natürlich sehr, sehr übersichtlich. Und hier sieht man tatsächlich noch, wie Technik funktioniert und wie Technik passiert.
1,3 Liter, 65 PS, 98 Newtonmeter, stolze Werte. In dem Moment noch mit einer Nockenwelle ein bisschen erhöht, vielleicht auf 67 PS, richtig sportlich. Naja, aber es sind nur 721 Kilo, die bewegt werden wollen. Das Ganze geht dann an ein ganz klassisches Viergang-Handschaltgetriebe. Der erste Gang ist nicht synchronisiert. Hier sollte man also beim Fahren wissen, was passiert. Auch deswegen, ich habe kein ABS, ich habe kein ESP, ich habe keine Airbags. Knautschzone ist der Motor, der mir dann direkt in meinen Körper gerammt wird. Gurte gibt es natürlich auch nicht. So viel zum Thema Todesfalle. Dann hoffe ich mal, ich bin ein bisschen vorsichtig während der Fahrt und wir hören uns mal an, wie dieses Baby mit seinen 1,3 Litern Hubraum so klingt. Unterwegs im Austin Healey, bewusst gerade mal ganz langsam, denn ansonsten hört man nur das Auto. Ich habe das klassische Vierganggetriebe, der erste Gang unsynchronisiert. Ich brauche also ein bisschen Gefühl bei jedem Gangwechsel. Die Gänge sind auch immer woanders gefühlt bei jedem Schaltvorgang. Und der Motor ist immer zu hören, immer um mich rum. Das ist das klassische Flair. Man fühlt sich sofort in so einem Rosamunde-Pilcher-Film. Er will gut Furtherby an sich reißen. Arme. Furtherby. Ja. Aber das hat dein Vater doch nie versprochen. Der Wendekreis ist dabei unglaublich groß, wenn man bedenkt, dass das Auto nur 3,50 Meter lang ist. Das Besonderste oder das, woran man sich am meisten gewöhnen muss, ist aber definitiv das Gefühl der Bremse. Das heißt, mit einer heutigen Bremse ist das auf keinen Fall zu vergleichen. Belohnt wird man dann aber, wenn man mit dem Auto fährt, immer mit toller Rundumsicht und vor allem tollen Klang. Das Fahrwerk hat dabei unglaublichen Seegang. Man ist also nie schnell, aber man fühlt sich schnell. Und das, was moderne Autos künstlich im Auspuff machen, nämlich Fehlzündung, das macht er ganz alleine, vor allem mit der scharfen Nockenwelle, die natürlich den Leerlauf eher negativ beeinflusst. Der tolle Sound der 50er und 60er begleitet uns auf unserem Weg. In der Spitze macht ein Austin Healey über 150. Ich möchte das nicht ausprobieren mit diesem Auto. Viel mehr gibt es zu genießen, egal ob 30 oder 50, Arm nach draußen. Wenn ich das Verdeck zumache, habe ich hier viel zu wenig Platz. Es bleibt also ein Fahreindruck, der einfach nur emotional ist. Ich verstehe nichts im Cockpit, die Gänge sind überall, die Bremse ist schlecht, aber ich habe gute Unterhaltung und mir macht das einfach nur Spaß. Und deswegen werde ich jetzt eine Runde fahren, während ihr leider schon das Fazit schauen müsst. If you had access to a car like this, would you take it back right away? Neither would I. Austin Healey Sprite, ein klassischer britischer Roadster. Und wenn wir diesem Auto mal auf Augenhöhe begegnen, dann stellen wir fest, ein klassischer Erstwagen ist er nicht. Dieses Auto ist gemacht für das Wochenende und für die schönen Momente. Wenn man sich bewusst ist, dass man bei der Sicherheit und auch was die Praktikabilität angeht, einige Einschränkungen hat. Aber halten wir das doch mal im Car Ranger Score fest. Die Anschaffung 5 Punkte, ob ich 6, 8, 10 oder 15.000 Euro bezahle, ist nicht der Hauptpunkt. Ich muss einen finden, der zu mir passt, mir gefällt und vom Zustand her für mich in Ordnung ist und das, was ich selber tun kann. Daher die Hauptherausforderung. Unterhalt, auch da 5 Punkte an sich. So ein Auto verbraucht nicht die Welt und auch die Teile, wenn ich sie denn finde, sind auch zum Teil noch gar nicht so teuer und ich kann hier einiges selbst machen, aber eben Teile finden und das Auto in Schuss halten ist eine kleine Herausforderung. Platzangebot. 2 Punkte, 2 Menschen kommen halbwegs unter, aber das war es dann auch schon. Nur mit auch 2-3 Täschchen im Kofferraum und dann ist auch gut. Auch beim Komfort 2 Punkte. Ich sitze halbwegs bequem, aber das Fahrwerk stammt aus den 50ern. Und auch ich als Fahrer bin natürlich deutlich angestrengter, denn ich muss alles selbst machen. Beim Wiederverkauf gibt es dann 4 Punkte. Die Preise sind stabil und ich werde mein Geld wahrscheinlich wiederbekommen. Aber ich muss auch erstmal einen Liebhaber finden, der das Auto haben möchte. Daher für meinen Kopf sehr, sehr magere 18 von 50 Punkten. Aber ich denke, wer seines Kopfes wegen einen Austin Healey kauft, der hat eher ganz andere Probleme, denn den Austin Healey kauft man vom Herzen her. Und was haben wir hier? Das Design, der klassische britische Roadster, so wie er sein sollte. Daher 8 Punkte für das Design. Beim Fahrspaß gebe ich dann ganze 9. Und das trotz seiner mageren 65 PS. Aber darum geht es bei diesem Auto auch gar nicht. Ist auch egal, ob man 30, 50 oder 100 fährt. Es geht einfach um das Erlebnis, was man dabei hat.
und dieses Auto kann man wirklich immer erleben. Das liegt auch daran, dass er bei der Ausstattung nur einen Punkt bekommt, denn er hat nichts, kein ABS, keine Airbags, nicht mal Gurte. Ich habe ein paar Scheibenwischer und ich habe ein Verdeck und ich habe Licht. Dann hört es hier auch wirklich schon auf. Das ist natürlich sehr spartanisch, aber das muss man bei diesem Auto auch wollen. Beim Klang gibt es dann nochmal 8 Punkte. Er klingt dreckig, so wie er sein sollte, und deswegen ist er auch aufgrund der Abgasvorschriften ab 1967 aus den USA rausgeflogen. Beim Image gibt es 9 Punkte. Jeder guckt einen an, jeder mag einen, jeder freut sich, dieses Auto zu sehen. Mein Herz kriegt also ganze 35 Punkte geboten, was ein wirklich sehr, sehr, sehr guter Wert ist. Und zusammen mit meinen Kopfpunkten macht das dann immerhin solide 53. Das war ja also der Austin Healey, ein klassischer englischer Roadster. Ich bin auf der Suche nach dem nächsten Gefährt für euch. Wir sehen uns nächsten Freitag. Bis dahin fleißig kommentieren, teilen und abonnieren. Wir sehen uns. Immer gute Fahrt. Bis dahin. Ciao.